Wir sind ziemlich weit gekommen. Das ist wirklich ein ganz schön dunkler Ort. Nanu, was ist passiert, Pianskora? Das hier ist der Ort, in den man wirklich nicht betreten sollte. Die Tiefen des Waldes. Und das Gerücht, dass hier ein schreckliches Monster haust. Was soll das? Jetzt, wo wir hier sind, bekommst du plötzlich Angst? Dafür habe ich kein Verständnis. Aber jetzt, wo du es sagst, da fange ja auch ich plötzlich an, Angst zu haben. Wie gruselig. Da ist irgendetwas. Sag sowas doch nicht. Du Feigling. Was ist es? Jetzt, wo du sagst, Bennett, du hast doch auch richtig Angst, oder? Angst? Ich? Was für ein Unsinn. Hör auf, hier den Tapfern zu spielen. Obwohl du etwas anderes sagst, sehe ich die Angst in deinen Augen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich werde euch beweisen, dass ich keine Angst habe. Hey, hey, du schreckliches Monster. Hörst du mich? Was? Ich bin der große Manette. Ich bin ein Erkunder. Wir sind gekommen, um dich zu schlagen. Also Schluss mit dem Versteckspiel. Komm schon da raus. Es kommt nicht heraus. Was soll das denn? Hier ist nichts. Ich wusste es. Ich wusste es von Anfang an. Ich wusste, dass es sich um nichts als ein einfaches Gerücht handelt. Hier gibt es kein Monster. Hier war niemals eins. Ist das so? Nun gut. Anscheinend ist diese Erkundung damit vorüber. Alle miteinander, lasst uns nach Hause gehen. Jawohl. Oh, fein. Habt ihr das auch gehört? Ich habe eine Art Knurren gehört. Hey, ihr dort. Sagt ihr denn nicht, ihr seid ein Erkundungsteam? Verschwindet. Hier reinzukommen. Wer in aller Welt glaubt ihr eigentlich zu sein? Das ist das Monster! Was soll das? Ein Haufen Gören? Wart ihr nicht gerade noch mehr? Auch du, Junior. Lauf besser schnell davon. Wenn du hier bleibst, wird etwas Schlimmes passieren. Entschuldigung, Onkel. Was machst du hier, Onkel? Hast du etwa keine Angst? Hast du keine Angst vor mir? Nein, keine Angst. Aber was machst du hier, Onkel? Was für ein eigenartiger kleiner Geselle. Nun sag schon, sag. Ich habe doch gesagt, du sollst nach Hause gehen. Wenn du mir antwortest, gehe ich auch. Antworte. Auf keinen Fall, verschwinde. Eine kurze Antwort reicht schon. Reicht reichlich. Nun ist nicht locker. Nun, gut. Anscheinend habe ich keine Wahl. Ich werde dir von mir erzählen. Komm mit. Oh ja. Oh, ein Höhleneingang inmitten des Waldes? Nein, da. Wow, unglaublich. Geheimversteck. Eigentlich nicht. Kein Geheimversteck, einfach nur mein bescheidenes Zuhause. Mein Name ist Amaldo. Ich war einmal ein Erkunder. Aber das ist Vergangenheit wegen dieser einen Sache. Ich habe mit dem Erkunden vorübergehend aufgehört. Und in der Zwischenzeit wohne ich hier.
Sag mal, was ist der Kunden? Wie bitte? Du weißt nichts über das Erkunden? Erkunden macht Spaß. Es ist unheimlich aufregend. Macht Spaß? Unheimlich aufregend? Genau. Ferne Länder, unerschlossene Gebiete. Man bereist viele beeindruckende Orte und enträtselt die Mysterien, die man dort entdeckt. Wirklich? Und von jeder Erkundung bringt man Schätze und Erfahrungen mit zurück. Oh, hört sich super an. Man muss dranbleiben und immer sein Bestes geben. Schwierigkeiten lösen, bis man eines Tages seine Träume erfüllt. Ich gebe dir ein Beispiel. Diese geheime Karte hier. Falte sie auseinander und sieh sie dir mal an. Sie sieht wie eine Karte aus, auf der eine Position eines großen Schatzes verzeichnet ist. Aber sieh mal genau hin. Diese Zeichen ergeben irgendwie keinen Sinn, nicht wahr? Solange ich diesen Geheimcode nicht knacken kann, werde ich niemals den genauen Ort des Schatzes erfahren. Aber du bist nur ein Kind. Du wirst das kaum verstehen. Ich habe lange Zeit daran gearbeitet und es bis heute nicht geschafft, den Code zu knacken. Wie dem auch sei, ich gebe nicht auf. Das kann ich nicht. Wenn ich diese Herausforderung bestehe, wird es eine Zukunft für mich geben. Das ist es, was das Erkunden ausmacht. Spannung davor, eine heiße Spur zu entdecken und zu verfolgen, genau das macht das Erkunden so verlockend. Hey! Angekokelt, angekokelt. Hey, Junior, was machst du denn da? Hör auf damit! Heiß, 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 heiß. Wasser, Wasser! Oh, genau, Aquaknarre. Oha, oha, meine wertvolle geheime Karte. Völlig verkohlt. Sieh mal. Was? Unter den angekugelten Teilen, da ist noch etwas. Wenn du die schwarzen Teile wegwischst, ist da noch etwas Besonderes? Fluffelo fischt die schwarzen Teile der Karte zur Seite. Was? Genau hier. Steht da nicht etwas geschrieben? Genau geschrieben? Östliche Höhle? Östliche Höhle? Wirklich? Kann es sein, dass dort ein Schatz versteckt ist? Ja, genau. Ich wusste es. Das ist ja... Aber wie kamst du unter das Geheimnis der Karte? Als ich mir die Karte ansah, bemerkte ich, dass sie ziemlich dick war. Also dachte ich mir, dass die Karte wohl zwei Lagen haben muss. Aber ich sah keine Möglichkeit, die obere Lage zu entfernen. Also dachte ich an Kokeln. Dieses Kind. Ich habe mir so lange darüber den Kopf zerbrochen und dieser kleine Racker löst das Rätsel einfach so. Also dieses Kind. Einfach so. Und wenn du jetzt zur östlichen Höhle ausfließt, wirst du dort den Schatz finden? Bitte nimm mich mit dir. Ich möchte mitkommen, mitkommen. Aber ich bin ein Erkunder im Ruhestand. Ich kann doch nicht einfach... Wieso? Magst du das etwa doch nicht, auf Erkundung zu gehen? Weil vorhin klang es so, als ob du wirklich gerne davon sprachst. Du hast so viel Zeit mit dem Rätsel der Karte verbracht. Was für eine Verschwendung, wenn du jetzt nicht gehst. Es wäre wirklich schade, ihn nicht zu gehen, jetzt wo das Geheimnis der Karte gelöst würde. Und ich zögere, diesen Ort zu verlassen. Obwohl, eine kleine Erkundung der östlichen Höhle sollte nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich lenken. Na gut. Hey, Junior. Das reicht mit dem, was du sagst. Lass uns auf Erkundung gehen. Wirklich? Ja, wirklich. Aber es ist ein wenig spät, um heute noch aufzubrechen. Deine Eltern machten sich womöglich Sorgen. Für heute solltest du nach Hause gehen. Morgen machen wir uns auf den Weg. Oh ja, prima, ich danke dir. Sehr schön, lass uns morgen unser Bestes geben. Juhu! Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Papa, Mama. Guten Morgen. Guten Morgen, Fluffeluff. Okay, gehen wir doch gleich mal. Wohin gehst du? Zur Zufahrt von Amaldo. Okay, ich gehe dann mal. Bis später. Pass auf dich auf.
Fluffeluff. Fluffeluff, ich habe gehört, dass du mit den Flitzern auf Erkundung warst. Wie war es? Ja, es war schön. Alle sind mittendrin nach Hause gegangen. Gut so. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Hey, Fluffeluff, lass uns heute zusammen spielen. Tut mir leid, ich habe heute bereits was vor. Hast du etwas vor? Wohin willst du denn? In den Triebwald. Was? In den Triebwald? Genau, bis später. Hey, Fluffeluff, ist auch alles gut gelaufen? Ja. Ich kann nicht glauben, dass du entkommen bist. Ich dachte schon, du wurdest von einem Monster verspeist. Welches Monster? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Einen Freund? Ja, einen Freund. Ich bin gerade auf dem Weg, wieder mit ihm zu spielen. Bis dann. Guten Morgen. Hey, da bist du ja, Junior. Schnell, lass uns gehen. Nun mach schon. Kein Grund, ungeduldig zu sein. Vor einer Erkundung musst du sicher gehen, dass du gut vorbereitet bist. Vorbereitet? Ja. Sieh mal hier. Was ist das? Das nennt man einen Kangama-Speicher. Hier kannst du dein Abenteuer sichern und deine Items sortieren. So einen solltest du auf deiner Erkundung nie auslassen. Wirklich? Oh, hey! Hör auf, daran herumzuhauen! Na, wie auch immer. Du kannst im Kangama-Speicher gelagerte Items verwenden, wie du es für angebracht hältst. Lass uns halt so mit Hilfe des Kangama-Speichers die Vorbereitung unseres Abenteuers abschließen. Ja, verstanden. So. Ich würde gerne mal. Moment, ne? Wo war der Sortierknopf hier nochmal? Ja, war es, genau. Okay. Schal nehme ich mal für Amaldo noch mit. Ich hätte gern zwei Simulbeeren. Was haben wir denn noch? Ich sollte das Zeug hier drin vielleicht mal sortieren, das wäre vielleicht mal was. Junior, bist du schon soweit? Ja. Ja. Sehr gut. Lass uns aufbrechen. Wir sind auf der Suche nach dem Schatz der östlichen Höhle. Verstanden, Junior? Du bist nur ein Anfänger, wenn es ums Erkunden geht. Sei nicht so frech und halt mich nicht auf. Ja. Östliche Höhle U1. Ein Nymkader und ein Dickter. Auch in der
ein Belebersamen. Oh, wie toll. Das finde ich richtig schön, dass wir sowas hier finden. Und richtig viel Xenibären. Bei mir nicht weit. Geist auf normal hat eigentlich keine Wirkung. Das sind Mystery Dungeon mehr oder weniger einer Doppelresistenz entspricht. Okay, schon wieder eine Falle gewesen. Es war wieder eine relativ harmlose, aber... Stopper-Orb. Ja, auf jeden Fall, dass wir in den Monsterraum kommen, gar nicht mal so verkehrt. Wieder ein Kekleon-Laden. Was hat denn der? Wie viel Geld habe ich eigentlich mittlerweile? 2000? Ein Belebersamen, Schlaforb, großer Apfel, den Belebersamen nehme ich mal mit. Ach du Heilige. Wieso kannst du so solche krassen Attacken? Und gut, dass ich noch einen Belebersamen bekommen habe. Eine Lahmfalle. Die ist auch relativ harmlos, wenn man sie nicht mitten im Kampf erwischt. Das ist sehr schön, eine Xenobeere kann man immer brauchen. Wenigstens kommen wir hier gut voran. Schon 10. Die meisten Bonus-Episoden Dungeons haben nur 10 Ebenen. Fallen. Kaum sind sie da, schon bewerfen sie mich damit. Ein Kamador.